Flint und der tausend Leute kennt. Das ist Tobi, Checker Tobi, Checker Tobi! Oh Mann, irgendwer hat mich zugeschüttet. Aber guckt mal, Leute, ich habe mir ein Iglu gebaut. Cool, oder? Wollt ihr mal sehen, wie es drinnen aussieht? Kommt mal mit, ist viel gemütlicher als hier draußen. Ja, willkommen in meinem Iglu. Hab mir hier so eine kleine Sitzecke noch reingebaut. Schlafzimmer habe ich natürlich auch. Bequemes Bett. Und ein Klo gibt's natürlich auch. Schön, oder? Naja, Quatsch, ist natürlich alles nur ein Fernsehtrick. Aber um Iglus geht's heute wirklich. Und um alles, was man sonst noch aus Schnee bauen kann. Also ich freue mich ja im Winter immer über Schnee. Also, naja, wenn er nicht gerade als Schneesturm daherkommt. Schnee kann pulverig weich sein. Oder extrem fest. Oder auch matschig. Ich check heute, wie Schnee überhaupt entsteht und welcher sich besonders gut als Baumaterial für ein Iglu eignet. Denn das baue ich mir heute selbst. Cool, oder? Außerdem will ich wissen, wer in solchen Iglus gewohnt hat und wie das Leben in einem Haus aus Schnee so war. Und ich finde raus, wie Künstler das weiße Pulver in solche krassen Bauwerke verwandeln. Heute bauen wir nämlich mit Schnee. Also, Handschuhe an, hier kommt der Iglu-Check. Und jetzt die Checker-Fragen. Warum klebt Schnee? Was ist der Unterschied zwischen Schnee und Eis? Und wie kann man in einem Iglu Feuer machen? Das check ich für euch! Wisst ihr, wo es eine ganze Menge 1A Schnee gibt? Genau, hoch oben im Gebirge. Zum Beispiel auf der Zugspitze, dem höchsten Berg in ganz Deutschland. Hier wird jedes Jahr im Winter ein ganzes Dorf aus Iglus gebaut. Die Schneehäuser sind kleine Hotels. Sie stehen hier von Januar bis April. Insgesamt gibt es 24 kunstvoll eingerichtete Zimmer. Damit der Aufbau nicht zu lange dauert, haben die Arbeiter einen Trick. Sie blasen einen großen Plastikballon auf, schippen Schnee drauf und lassen dann die Luft wieder raus. So entsteht innen die typische Iglu-Kuppel. Mein Checker-Iglu will ich heute aber ganz klassisch bauen, so dass ihr es zu Hause auch nachmachen könnt. Wie das geht, weiß Jan. Er arbeitet auch jedes Jahr im Iglu-Dorf mit. Zum Glück haben wir heute bestes Winterwetter erwischt. Also dann, Jan, legen wir mal los. Toll. Da sind wir schon. Super. Voll schön. Zuerst legen wir die Mitte fest. Dazu nehmen wir einfach einen Stab und ein Seil. So. So. Und wofür haben wir das Seil jetzt daran gemacht? Mit dem Seil können wir die ganze Zeit messen. Aha. Also hier wird die Innenkante von unserem Iglu sein, dort wo der Knoten ist. Okay. Okay, ja. Okay. Das heißt, wir können jetzt einmal rundherum gehen, einen Kreis zeichnen, ja, und wissen dann, wo unser Iglu ist. Ja, dann ist es natürlich auch genau rund, ne? Weil der richtig Abstand immer gleich ist. Die Kreisfläche, die wir jetzt in den Schnee gezeichnet haben, muss richtig eben werden. Deshalb schaufeln wir den überflüssigen Schnee erstmal zur Seite. Gut, dann haben wir den Platz ja vorbereitet. Mhm. Was ist der nächste Schritt? Der nächste Schritt wäre die Schneeklötze suchen. Das heißt, den richtigen Schnee finden. Was für Schnee brauchen wir, um so einen guten Klotz zu haben? Wir brauchen windverfrachteten Schnee, das heißt windgepressten Schnee. Und den sägen wir dann daraus. Wir sägen? Wir sägen, ja, mit der Säge. Echt, jetzt krass, man kann Schnee sägen, wenn er fest genug ist. Ja. Okay, abgefahren. Okay, dann suchen wir den wo? In der Richtung. Da, dann gehen wir da hin. Wir brauchen also richtig festen Schnee. Den gibt's immer dort, wo der Wind ordentlich pfeift und den Schnee zusammenpresst. Aber Vorsicht, an so einem Tiefschneehang wie hier darf auch ich nur, weil Jan dabei ist. Er hat vorher gecheckt, ob hier auch wirklich alles lawinensicher ist. Ja krass, aber hier haben wir jetzt ja einen richtig, richtig harten Block, ne? Und zwar von allen Seiten. Das hat der Wind gemacht. Hier oben siehst du noch, das ist ganz loses Zeug hier. Genau. Das ist noch nicht so fest. Deswegen machen wir das runter. Aha. Und hier unten jetzt, hier kommt unser kompaktes Material. So ein bisschen wie so ein Steinbruch. So wie ein Steinbruch, ganz genau. Okay. Guckt mal, Jans Schneesäge hat sogar eine Zentimeterangabe. Ihr könnt aber genauso gut ein langes Lineal genau nehmen. Mhm. Ja. So, schau Tobi, jetzt 30 cm wollen wir den ersten Klotz tief haben. Ja. Das wäre in etwa hier. Ja, dann stecken wir hier die Säge gerade rein. Aha. Und dann kannst du mal bis rüber sägen. Quer bis hierhin, ne? Genau, ja.
fühlt sich ja abgefahren an, durch Schneesägen. Verrückt. Okay, da nimmt man mal raus. So. So. Da ist er, der erste Klotz. Mit unserem Iglu geht's gleich weiter. Vorher klären wir die erste Checkerfrage. Warum klebt Schnee? Schnee entsteht immer in einer Wolke. In so einer Wolke schwirren ganz viele kleine Wassertropfen rum. So. Aber nicht nur das, in so einer Wolke gibt es auch noch winzig kleine Staubkörnchen, wie das hier. Die sind so klein, dass man sie kaum erkennen kann. Die Wassertropfen denken aber, cool, ein Staubkorn, und heften sich da dran. Wenn es in der Wolke dann ganz kalt ist, werden aus den Wassertropfen kleine Eiskristalle. Und je mehr Eiskristalle sich um so einen Staubkorn sammeln, desto schwerer wird unsere Schneeflocke und rieselt dann irgendwann zu uns auf die Erde. Ob der Schnee jetzt aber total pulverig ist oder ganz pappig, hat mit der Temperatur zu tun. Wenn es richtig kalt ist, kälter als minus 3 Grad, dann sind die Schneekristalle ganz fest und gefroren und dann haben wir Pulverschnee, der nicht gut aneinander klebt. Wenn es dann aber wärmer wird, dann fangen die Schneekristalle an zu schmelzen, werden ganz brüchig und matschig und auch feuchter. Und genau dieses Wasser aus den Schneekristallen funktioniert wie so eine Art Schneekleber. Und dann hat man natürlich einen Schnee, den man super zum Bauen verwenden kann. Und der ist auch perfekt für Schneebälle. Oh, stopp! Ey, Leute, also reicht! Ah, ich hab's kapiert! Stopp! Schnee klebt am besten, wenn viel Feuchtigkeit zwischen den Schneekristallen hängt. So, dass der Schnee schon leicht schmilzt. Gecheckt. Und jetzt? Ach, warte mal. Willst du es nicht sagen? Nein, ich weiß nicht. Komm, trau dich. Eine Frage an euch. Was bedeutet der Begriff Iglu? A. Schneehöhle. B. Haus. Oder C. Kältekugel. Checkt mal, ob ihr die Antwort in der Sendung entdeckt. Die Lösung gibt's zum Schluss. Jan und ich haben mittlerweile schon einige Schneeziegel zu unserem Bauplatz gebracht. Hier passt nicht so ganz, ne? Nee, da passt doch nicht so ganz. Schau, und jetzt können wir hier den Winkel noch sägen. Da haben wir den in etwa. Ja. Von der Mitte her. Ach so, dass die wirklich ganz genau aneinander passen. Ja, genau. Wichtig ist, dass die ersten Schneeblöcke wirklich im Kreis liegen. Das Problem ist aber, dass dabei Lücken entstehen. Diese Lücken schließen wir, indem wir jeden Block schräg abschneiden. So passen die Blöcke im Kreis besser zusammen. Die Kuppelform entsteht, wenn wir die Blöcke leicht nach innen neigen. Die Zwischenräume füllen wir dann mit Schnee auf. Mal gucken, ob das auch in echt klappt. Unser Iglu wächst auf jeden Fall schon ganz gut in die Höhe. Ja. Nächster Stein. Danke. Guck mal, der passt doch fast schon. Der passt fast schon, ne? Wichtig ist, dass wir beim Iglu wirklich jede Bausteinkante mit Schnee verbinden. Nur so hält alles fest zusammen. Yes. Jetzt sind wir aber schon ganz schön weit, ne? Ja. Wo kommt denn der Eingang eigentlich hin? Weil ich komme gar nicht mehr zu dir rein. Das ist richtig. Das ist schlecht, ne? Wir müssen eine Tür bauen. Ne? Wir müssen eine Tür bauen, aber wir bauen keine Türe in dem Sinne, sondern wir bauen einen Graben unten durch quasi. So, weil wenn wir nachher schlafen, beziehungsweise wenn man liegt und wenn man es warm haben will, dann sollte der Punkt, wo man liegt, höher sein als der Ausgang. Hier ist die Stelle, wo das Iglu draufsteht. Ja. Dann würdest du den Eingang nicht einfach hier so reinsägen, sondern quasi von unten so ins Iglu reinkommen. Genau. Einfach damit die kalte Luft, die nach unten sinkt, hier tendenziell eher rausfließt und die warme aber hier drin gespeichert wird. Ganz genau, ja. Super. So machen wir das. Es gibt aber noch mal ordentlich Buddelarbeit hier, es oder? Gibt noch mal richtig Buddelarbeit, ja. Dann kannst du gleich mal anfangen. Soll ich schon mal, ja, fang schon mal an. Schaufel hier und leg schon mal los. Ja. Ja klar, ich bin wieder der Typ, der schaufeln muss. Und was macht Jan in der Zeit? Der hat die leichte Arbeit. Sitzt im Iglu und macht sich's gemütlich. Ich hab den Durchbruch. Jan, ich bin bei dir. Siehst du die Schaufel? Ja, sehe ich. Cool. Ja. Kopf passt schon durch. Ich komm gleich mal rein. Ich mache mir das mal ein bisschen größer hier. Ich glaube, es müsste gehen. Versuch mal reinzugucken.
Jan, Achtung, ich komme jetzt durch, ja? Ja, komm mal rein. Alter. Geschafft! Unser Iglo hat eine Tür. Oh, voll gut. Aber sau anstrengend war das. Und hier drin ist viel weniger Platz, als ich dachte. Ne, wenn das gleich mal zu ist, dann muss man sich hier schon richtig klein machen. Ja. Machen wir es jetzt mal zu, oder? Jetzt machen wir es gleich mal zu, ja. Gehe ich wieder raus und mache von außen die Steine ran? Ja, 2, 3, 4 Steine noch, werden wir schon noch brauchen. Als Ausgang benutze ich wahrscheinlich die neue Tür einfach. Natürlich. 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 So, Leute, Endspurt. Wird aber auch echt Zeit. Ganze 5 Stunden lang bauen wir schon an unserem Iglu. Und das ist gerade mal 2 Meter breit. So, weg. Ey, ich bin so froh, wenn wir das Ding fertig haben, weil das ist da drin gemütlich warm. Und hier draußen kann der Schneesturm noch so wild werden. Und mir geht's gut. Obwohl, sag mal, was ist denn eigentlich, wenn ein richtiger Schneesturm kommt? Man ist da drin, ja. Und der weht den Eingang zu. Ja, da muss man sich wieder rausbuddeln. Ist nicht so, dass man drin ersticken kann. Der Schnee hat so viel Luft drin und sind so, doch so viele Lücken noch, wo Luft durchkommt. Ersticken kann man nicht. Stürzt auch nicht zusammen, wenn ein harter Wind kommt. Nee, das stürzt nicht zusammen. Wenn einmal der letzte Stein drauf ist, wird es super stabil. Gut, dann machen wir das mal zu jetzt hier. So. Okay. Letzter Stein. Letzter Stein. Hab ich. Ja, kannst du ein bisschen oben drauf klopfen, mach. Ja. Geschafft. Jetzt können wir endlich einziehen. So Leute, der Iglu ist fertig. Schneesturm wird immer wilder. Ich gehe jetzt rein zu Jan und guck mal, wie gemütlich das da drin ist. Hi. Oh, wie toll. Hey, krass. Hier ist ja richtig gut. Ja. Riesig ist nicht, aber gemütlich, ja? Ja, und echt angenehm. Ja. Aber vielleicht noch ein bisschen, wenn man sich das hier so anguckt. Noch so ein bisschen kahl anwenden, ne? Das ist richtig, ja. Gib mir doch mal ein paar Sachen, was gemütlicher machen. Genau, kleines Pflänzchen. Ja, Pflänzchen immer gut. Lampe ist auch Lampe schön. Braucht man. Oh, klar, ein Bild. Fantastisch. Können wir noch mal was Gemütliches haben, bitte? Super, danke. Perfekt. Guck mal, Schlafsack. So. Jetzt geht's also, schon besser, ha? Gemütlicher wird's nicht mehr. Jetzt erzähl mir aber mal kurz, Alter. Warum wir hier drin so gemütlich sitzen können, während da draußen gerade wirklich ein krasser Sturm abgeht. Ja, also zum einen ist es natürlich so, dass der Wind hier drin nicht ist. Du siehst ja, wir haben alles so sauber verfüllt, die Löcher und die Ritzen, dass jetzt eigentlich kein Wind mehr reinkommt. Ja. Naja, der Schnee isoliert. Im Schnee ist extrem viel Luft drin. Aha. Und das hält die Kälte von außen ab. Die Luft im Schnee hält die Kälte ab? Richtig. Und natürlich muss man irgendwie Wärme erzeugen. Durch eine Kerze zum Beispiel, die Atemluft, eine Lampe, irgend sowas. Ja, aber man hält schon locker aus. Also wenn es draußen minus 30 hat und das Iglo gut gebaut ist, dann ist drinnen halt so 0 Grad, vielleicht schon minus 1, 2, 3 oder so. Aber mit einem dicken Schlafsack geht's. Okay, ist halt schon einfach echt saugemütlich. Ja, aber gut gemacht. Ja, viel besser geht nicht. Auf jeden Fall war es super cool, Jan. Vielen Dank. Nicht zu danken. Leute, ich bleib hier noch eine Weile drin. Draußen ist es sowas von ungemütlich. Noch viel aufwendiger als unser Iglu sind übrigens solche riesigen Skulpturen. Und die sind wirklich nur aus Schnee. In Ischgl treffen sich jedes Jahr Schneekünstler aus 6 Ländern zum internationalen Schneeskulpturen-Festival. An sowas hier arbeiten die Teams mehrere Tage. Peter und Ralf sind aus Deutschland und haben das Festival sogar schon mal gewonnen. Mal gucken, ob die auch einen ordentlichen Checker-Schneemann hinkriegen. Weil mal ehrlich, eine Schneebausendung ohne Schneemann geht halt gar nicht. So, wir können das ja hier auf der Ecke vielleicht machen einfach, oder? Das passt. Ja, so groß wie ich, also tatsächlich da, wo hier sowieso schon diese kleine Einkerbung ist, so. Mhm. Genau, wie okay. Fängt man jetzt bei sowas an? Einfach das Grobe zuerst mal. Okay. So, das Grobe ist gemacht, ich posiere mal. Krass, schon ein richtiges Gesicht. So, zum Schluss noch eine coole Brille auf. Obwohl, ach nö, das lasse ich. So, der Checker-Schneemann ist fertig. Sieht fast aus wie ich, oder?
Ich finde auch, es ist saugut geworden. Vielen Dank. Danke dir. Und es hat auch echt Spaß gemacht heute. Ich drücke euch die Daumen für eure Riesenskulptur. Danke. Und ja, was mache ich jetzt hiermit? Lass ich hier stehen. Genau. Ich mache lieber mal mit der zweiten Checkerfrage weiter. Was ist der Unterschied zwischen Schnee und Eis? Schnee und Eis sehen zwar komplett unterschiedlich aus, aber trotzdem bestehen beide aus Wasser. Wie Schnee entsteht, wissen wir ja schon. Kleine Wasserteilchen in der Luft verbinden sich mit winzigen Staubkörnchen und gefrieren dann zu Schneekristallen. Bei Eis ist das anders. Wasser besteht aus unzähligen winzigen Teilchen. Die sind total beweglich und hüpfen die ganze Zeit rum. Wenn die Temperatur unter 0 Grad sinkt, erstarren die Wasserteilchen und nichts bewegt sich mehr. Dann wird das flüssige Wasser zu festem Eis. Schnee und Eis sehen nicht nur total unterschiedlich aus, auch das Gewicht ist ganz anders. Wir vergleichen es mal. Hier drin ist Schnee, hier Eis. Hier, fast die gleiche Menge drin, aber das hier ist viel, viel schwerer. Der Schnee ist im Vergleich total leicht. Und warum das so ist, sieht man am besten, wenn man beides schmelzen lässt. Guckt mal, obwohl die beiden Behälter vorher genau gleich hoch gefüllt waren, mit Schnee und mit Eis, ist in unserem Schneebecher viel weniger Wasser übrig geblieben als im Eisbecher. Beim Schnee bleibt aber deshalb so viel weniger Wasser übrig, weil alles andere, was vorher hier in dem Becher war, nur Luft war. Beim Eis ist kaum Luft enthalten, deshalb bleibt auch mehr Wasser übrig. Im Schnee steckt viel mehr Luft als im Eis. Deshalb bleibt beim Schneeschmelzen auch weniger Wasser übrig. Gecheckt. Noch bis vor gut 60 Jahren haben Menschen Iglus tatsächlich als Behausung genutzt. Vor allem am Polarkreis, also ganz im Norden Kanadas, Amerikas, in Grönland und in Sibirien. Wer diese Menschen waren, checke ich mit Wulf. Er ist experimenteller Archäologe. Das heißt, er erforscht, wie die Menschen früher gelebt haben. Zum Beispiel auch in Iglus. Ey Wulf, was ist das für ein abgefahrenes Outfit, was du anhast? Sieht ja sehr, sehr schick aus, aber was ist das? Das ist aus Rentierfell. Und wir haben die Kleidung, die die Leute bei uns damals wahrscheinlich getragen haben, an der Kleidung der Inuit orientiert. Wer sind die Inuit? Inuit sind die Leute, die am Polarkreis leben. Früher hat man Eskimo gesagt. Genau, das kenne ich. Ja. Aber Eskimo ist Indianersprache und heißt Rohfleischfresser. Das wäre ungefähr so, als würde ich zu dir Kartoffelfresser sagen. Das ja, das ist auch nicht nett. Gerne, nee, nee, genau. Also sagt man heute Inuit. Inuit kommt aus der Sprache der Inuit, die heißt Inuktitut und heißt Mensch. Sehr lustig, Inuktitut. Ein Inuk ist ein Mensch, und Inuit sind die Menschen. Aber die Inuit haben schon, wie man sich das so vorstellt, in diesen Iglus gewohnt, oder? Ja, nicht das ganze Jahr hinüber, sondern nur im Winter. Im Sommer haben sie in Holzhäusern gewohnt, mit Steinplatten gedeckt, so teilweise unter der Erde, waren die versteckt. Und im Winter sind die aufs Eis gegangen, haben Robben gejagt. Aha. Da du auf dem Eis keine Baumaterialien hast, wie Holz oder Steine oder irgendwas, nimmst du Eis und machst dir so eine Eiskugel draus. Ja. Und darin haben die dann für ein, zwei Monate gewohnt, dann sind sie weitergezogen. Also das waren keine festen Häuser oder so, sondern das waren eher so Jagdquartiere? Ja, genau. Das waren teilweise welche zusammengebaut von befreundeten Familien. Da gab es einen Tunnel dazwischen. Ach, wie cool. In der Mitte war ein großes Tanzhaus. Das war ein großes Iglu, in dem dann die Zeremonien stattgefunden haben. Warte mal, so eine Art Disco als Iglu? Richtig. Nee. Doch, gab es damals schon. Das ist ja top. Ja, ja. Abgefallen. Aber kann man Iglu irgendwie übersetzen? Ist es ein Wort, was das bedeutet? Iglu heißt schlicht Haus. Ach so. Egal ob die Erdhütte oder das Eishaus auf dem Eis, es heißt Haus. Iglu gleich Haus. Okay. Also von daher ist es ein Schneehaus, war aber eben nur immer für einen Monat. Wenn die Leute weitergezogen sind, nach einer Woche war das Ding weg, du hast nichts mehr wiedergefunden. Alles vorbei. Zur Jagd haben die Inuit ihre eigenen Waffen gebaut. Zum Beispiel eine Harpune. Richtig heftig. Das ist richtig scharf auch, ne? Ja, und diese Widerhaken haben auch nochmal alle so spitzen. Ja, genau. Das ist fies. Das ist aus Rentiergeweih gemacht. Aha. Und wenn du jetzt den Fisch im Wasser siehst, dann stichst du einfach zu und die Harpune bleibt im Schnee stecken, beziehungsweise im Tier. Ja. So, dann kannst du den Stock wegstellen und ziehst an der Leine den Fisch, der da dran steckt, praktisch wieder zu dir her. Und dieses Teil ist so ähnlich, das ist für andere Fische gemacht, für welche, die sich jetzt schwerer fangen lassen. Jetzt wollen wir das mal versuchen? Ja, haben wir denn Fische hier? Ja, Fische kann man hier oben jetzt nicht kriegen, aber ich habe was mitgebracht, was wie ein Fisch aussieht, was genauso gut funktioniert. Ja, klar. Okay. Probieren wir aus. Alles klar. Na dann, mal auf zur Jagd. Okay, die Banane ist unser Fisch. Die Banane und ich ist der Fisch, ihn du versuchst, ihn zu stechen. Genau. Achtung, geht los. Und? Ich habe sie schon bewegt. Aber ich bin auch der Meisterjäger auf der Welt. Okay, den ersten Fisch hätte ich. Okay, unsere Fischjagd sieht doch eher aus wie ein Spiel. Yeah!
Die Inuit-Kinder hatten aber tatsächlich so eine Art Jagdspiel. Damit sollten sie ihre Geschicklichkeit für die spätere Jagd trainieren. Wulf hat das Spiel 1:1 nachgebaut. Echt nicht leicht. Ja, krass. Also das Spiel besteht aus einem Knochendorn, da ist unten eine Schnur dran gebunden aus Leder. Am anderen Ende der Schnur sitzt ein Stück aus Geweih oder aus Knochen, da sind ganz viele Löcher reingebohrt. Und du versuchst jetzt mit dem Knochendorn, wenn du das Ding in der Luft schwingst, eins von den Löchern aufzuspießen. Versuch du mal. Okay. Also wirklich einfach hochschleudern und dann ja, versuchen, genau, den Dorn da durch den Dorn durch eins von den Löchern zu stecken, genau. Na? Mann! Ziel aber auch einfach nur ins Leere, ehrlich gesagt. Da! Ja, sehr gut, bravo. Toll. Die letzte Checker-Frage klären wir jetzt im Inneren des Iglus. Denn ich will wissen, wie kann man in einem Iglu Feuer machen? So, jetzt sind wir im Iglu und das ist quasi die Feuerstelle, die man so hatte. Ja, genau. Du kannst ja im Iglu kein richtiges Feuer machen, weil das wird ja viel zu warm werden. Dann würden die Wände schmelzen. Aha. Und im Nu wäre dein Iglu nur noch so eine kleine Wasserlache, in der du sitzt. Oh ja, und diese ganzen Dämpfe von dem Feuer sind ja auch gefährlich, wenn die hängen bleiben. Das kommt noch dazu, ganz genau. Und die Inuit haben stattdessen eine Specksteinlampe verwendet. So ein Ding. Ja, genau. Aber warum brennt das jetzt? Wie funktioniert so eine Lampe? Also wir haben jetzt in die Lampe Öl reingetan, weil wir haben hier natürlich keinen Wal- oder Robbentran. Robben und Wale gibt es hier nicht. Die Inuit haben tatsächlich die Speckschicht von Walen und Robben genommen. Das nennt sich Blubber. Aha. Ist ganz dick und fest, da ist aber unwahrscheinlich viel Öl drin. Und das Öl wird über die Dochte, die sind aus Pflanzenfasern gedreht, hochgezogen, ja, wie beim Kerzendocht auch. Okay. Und das Öl verbrennt dann oben an der Dochtspitze. Also im Grunde genommen eine Kerze, nur statt mit Wachs, mit Öl. Also haben die über solchen Mini-Futzelchen auch wirklich gekocht? Ja, genau. Können wir einen Topf haben, bitte? Sehr gut. So. Ich halte den mal fest. Du hältst ihn fest. Ja, dann ein bisschen Fleisch bitte noch. Genau. Sehr gut. Das ist richtig schön. Fast wie Rentierschinken. Anrösten hier. So. Oh, das dampft sogar schon. Das guck mal da rein. Das fängt zu knistern. Das wird gleich richtig kross. Ja, das sag ich dir. Mit Öl, einer Steinschale und Dochten aus Pflanzenfasern kann man auch im Iglu Feuer machen. Gecheckt. Und jetzt noch die Antwort auf die Mitmachfrage. Ich wollte von euch wissen, was bedeutet der Begriff Iglu? A. Schneehöhle, B. Haus oder C. Kältekugel? Na, habt ihr die Antwort gecheckt? Guckt mal. Kann man Iglu irgendwie übersetzen? Ist es ein Wort, was das bedeutet? Iglu heißt schlicht Haus. Ach so. Egal ob die Erdhütte oder das Eishaus auf dem Eis, ja, es heißt Haus. Richtig ist also Antwort B. Iglu bedeutet Haus. Wolf, ich glaube, unser Fleisch ist fertig, ne? Ich probiere hier mal so ein Stück. Mmh. Das ist auf jeden Fall super lecker. Ist gut, ne? Mhm. Wir haben einfach mal knallhart in einem Iglu ein richtiges Abendessen gekocht. Perfekt. Super cool. Leute, ihr macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Komm, und du isst auch mal was. Ich löse dich ab. Boah, okay. Heiß. Und der tausend Leute kennt. Das ist Tobi, Checker Tobi.